Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shantae Half Genie Hero. Wir sind ja auf der Suche nach ein paar Secrets, haben auch schon ein paar gefunden, haben im letzten Part ein sechstes Herz bekommen. Du bist tot. Boah, wie sie gerade instant sterben. Kommen wir da irgendwie rüber? Es geht, es geht! Spinne, Spinne! Ich wette mit euch, ist die Spinne. Das Ding fährt doch ein. Boah. So. Und Jump, zu früh. Boah, ich bin doch eigentlich in Sachen Jump'n'Run doch eigentlich gut. Warum kann ich denn das jetzt nicht? So. Und boah, ganz knapp. So, Jump, Hardbastard, warten und los und los. So, haben's. Ich möchte gerne in die Truhe, okay? Spinne, das ist da. Oh, oder? Ich bin ja auch so blöd. Wir haben noch die Fledermaus und da ist auch schon der nächste Galerieschlüssel. Meine Fresse. Ich würde gerne mal wissen, was da in den Galerien drin ist. So, hier Kohle mitnehmen und hier rüberfliegen. So, jetzt weiter gucken. Und hier. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Welt. Nein. Ich habe definitiv keinen Bock mehr auf diese Dreckswelt. Weißt du was? Leck mich, restliche Welt. Ich gucke ein anderes Mal weiter, wenn ich mal wieder die Lust drauf habe. Denn das ist auf jeden Fall zu viel. Dann willst du schon mal gucken, wie viel wir gefunden haben. Wir hätten sogar alles gefunden. Naja, wie gesagt, also alle Dinge gefunden, die wir Arten, die wir finden können von den Objekten. Sonst können wir noch einen Schlüssel, drei Herzhalter und zwei versunkene Seelen finden. Ja. Dafür brauchen wir aber noch Fähigkeiten. Da habe ich keine Ahnung. Hier habe ich auch keine Ahnung. Vor allem mit der, mit dem, was da oben in der Höhe war, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal in der Galerie da vorbei gucken. Ich will jetzt mal wissen, was da ist. Das interessiert mich jetzt. Jetzt haben wir schon drei von den vier Schlüssel. Ja, vier haben wir von denen jetzt. Fast die Hälfte. Jetzt will ich mal unbedingt sehen, was was der überhaupt bringt. Oh ja, stimmt, im Übrigen hier ist ja einer hier, dass wir. Hat er einen Auftrag für uns? Aber hier erstmal hier reingucken. Also. Wir werden auch alles nacheinander machen. Das heißt, wir machen Tür 1 auf. Ja, ich möchte die Tür verwenden. Konzeptkunst. Bonus Artwork. Konzeptkunst. Mhm. Verschiedensten Animationen. Was soll das sein? Okay. Hä, das ist genau das gleiche Bild bei Nacht. Hier sind verschiedene Charaktere. Nette Bildchen. Nochmal Konzeptkunst. Huch, das wollte ich nicht. Das habe ich keine Ahnung. Da habe ich auch keine Ahnung. Das sind verschiedene Artworks von Welten, wie es aussieht. Das auch. Das auch. Und das auch.
Ach ne, jetzt auch weiter. Das ist dieses Haus von Shantae bei Tag und bei Nacht. Das ist irgendeine Darstellung, ich glaube, von der Stadt. Das ist eine Darstellung von der Stadt. Scattertown Hoop. Irgend so ein Scheiß, was da steht. Das ist, ja, irgendwo habe ich das Bild auch gesehen. Bloß mit Farbe. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das ist die Fabrik. Und das auch. Okay. Dann hier wieder Konzeptkunst. Das ist dieses komische Schiff da. Nochmal. Das sind die Schiffe von diesen zwei Typen da. Von diesen zwei Mädchen da. Der Halbboss da von diesem Rennen da. Nochmal Schiffe. Hier sind es nochmal in Farbe, die zwei Schiffe. Und sogar hier zusammengesetzt. Okay. Eine Truhe. Diese Secret-Truhen. Nochmal dieses Schiff. Das sind die am Ende eines Levels kommen, wenn man einen Boss besiegt hat. Das ist das Ding, womit man dieses eine Riesenschiff zerstört hat. Da habe ich doch keine Ahnung. Das ist irgendwas. So, und dann der letzte Schlüssel geht wieder in Konzeptkunst und diesmal wieder verschiedene Animationen von Shantae. Nochmal verschiedene Animationen von Shantae. Noch mehr Animationen von Shantae. Noch mehr Animationen von Shantae. Verschiedene Animationen von Risky Boots. Nochmal verschiedene Animationen von Risky Boots. Nochmal verschiedene Animationen von Risky Boots. Kein blassen Schimmer? Ist aber wie Shantae? Nee, ist doch nicht Shantae. Hier sind verschiedene Gegner. Gegner. Hä, da unten ist kein Gegner. Das ist diese... Dieses Mädchen da, dieses Zombie-Mädchen. Aus den verschiedensten Designs. Aber das so obere mit dem Bogenschütze ist ein Gegner und das da oben Krebs ist ein Gegner. Außer die... Das da. Das ist unsere Verwandlung. Wenn wir uns dann verwandeln. Okay, das sind auch verschiedene... Ja. Designs von... Shantae. Am besten sieht natürlich das hier aus. Ist klar. Das ist das allererste Design, wo sie gerade aufgewacht ist. Am Anfang das normale Standard-Design und was das ist, was die sind, habe ich keine Ahnung. Naja, scheiß drauf. Ja. Haben wir alle verbraucht. Haben wir ein paar schöne Bildchen bekommen. Ja, danke, mein Freund. Ach, und wir kriegen auch noch was von ihm, wenn wir alle 10 Schlüssel finden. Okay. Schön. Und ich will jetzt eigentlich mein Geld jetzt eigentlich mal... mit meinem Geld mal ins Itemladen gehen. Ja, hi. Ein bisschen upgraden. Ich wollte eigentlich für 500, wie gesagt, diesen Zauber da holen, aber ja, komm. Wenn wir so, dann hole ich mir lieber hier richtig geile Upgrades. Wie zum Beispiel, dass wir mehr Damage machen.
Superanziehung. Die maximale Anziehung. Und der Warp-Tanz. Ja, das war's. Machen wir wieder Mäusetanz, wieder Maustanz, Dryadentanz, Wiederbelebungstanz, Warp-Tanz. Ja, haben wir einige. Stimmt, diese versunkenen Seelen haben wir ja auch noch. Irgendwie Food. Lecker. Und jede Menge Zeug. Mhm. Elefantenstampfer, Mäusebiss. Gut. Okay. Ja, dann würde ich da sagen. Warte mal. Warte mal, mit diesem Stampfer können wir doch auch wieder einige Secrets lösen. Ja, doch, ne? Wir haben noch den Stampfer für den. Damit wir Bodenplatten und sowas zerstören können. Das konnten wir vorher nicht. Da können wir doch auch einiges wieder machen. Kann ich mich doch auf jeden Fall dran erinnern. Wisst ihr was, wir gucken mal auch mal hier bei der Hauptstraße nochmal vorbei. Irgendwo muss das ganze Zeug doch sein. Eins haben wir doch gesehen. Eins von den drei Secrets haben wir doch gesehen. Ja, speichert wieder. Zum 20.000. Mal. So, hier hinten ist wieder... Oder? Nee. Haben wir sogar bestimmt im allerersten Part schon mal ausprobiert und da war nichts. So, jetzt schön die Augen aufmachen hier. So, gleich mal hier vorbeischauen. Ah, schau mal hier. Ja, ja, was hat das gebracht? Yay, das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, hier waren wir schon drin. Okay, dann ist hier nichts. Holen sie einfach alle hier. Du bist weg. Der Affe hilft mir jetzt hier mal. So. Und pass auf, du bist down. Ah, ich habe ihn doch mal in diesem Let's Play erwischt. Am Anfang hat es ja nicht so gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Jetzt geht's aber endlich. Jetzt habe ich es eigentlich geschafft, irgendwie hochzukommen, da ich halt aber jetzt mehr Skill habe als vorher. Na, okay. Gucken wir hier noch runter. Na, verpisst euch doch mal. Verpiss dich. Was ist hier drin? Hier waren wir schon. Och, na, nee, zurück verwandeln so. So, da drüben waren wir schon, hier lang. Ah, da gehen wir nochmal runter.
Und ich komme weiterhin nicht mit dem... Verpiss dich mal bitte so. Hier kommen wir weiterhin nicht weiter. Leider. So, dann gehen wir halt... Ja, Einzelgötter können wir auf jeden Fall schon mal nicht machen. Das steht schon mal klar. Dann dieses eine Secret, also eins habe ich noch gar nicht gefunden, wenn ich das so sagen darf. Zwei wissen wir, wo wir sind. Dann das eine, warte mal, was ist hier unten? Ah, ist schon wieder so ein Bastard. Ja, es hängen sie beide an mir dran, super. Und hier ist absolut nichts hier unten, absolut nothing. Yay. Irgendwie ist es gerade mit den Secrets irgendwie ein bisschen lahm. Zumindest, ja, weil ich sie nicht finde. Einfach, weil sie einfach zu asozial versteckt sind. Ist schon gut, dass sie sagt, dass er schwierige Verstecke hat. Aber bringt mir auch nichts, wenn ich sie nicht finde. Du gehst sterben, Mann. Moment mal. Ich verstehe es irgendwie nicht. Da bringt nichts, da bringt nichts, da bringt nichts. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Verpisst euch. Warte mal, Mann. Nein, doch nicht den Elefanten. Irgendwie muss man doch da drüber kommen, Mann. Irgendwie. Ich akzeptiere das nicht. Nein, das akzeptiere ich nicht. Dieser Part regt mich gerade irgendwie auf, weil ich nichts auf die Reihe kriege hier in diesem Kapitel hier. Mann, was ist denn das hier? Was ist das für ein Verarsche hier? Wieso finde ich hier absolut nothing? Was mir ein Secret fehlt, ist mir bewusst. Das zweite aber verstehe ich absolut nicht. Wo ist das dritte? Wo ist... Hier. Naja, okay, aber wir wissen es etwas gefunden. 7 Herzen haben wir jetzt so. Puh, aber wir sind den Herzhalter gefunden. Ja, was das andere Zeug alles ist, keine Ahnung. Eins kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Das andere kapiere ich nicht, warum wir da nicht rankommen. Ja. Okay. Würde ich sagen, können wir fürs erste wirklich jetzt absolut nichts mehr machen. Würde ich sagen, beenden wir den Part und ich hoffe im nächsten Part. Ja. Finden wir noch die Wrestling-Secrets, die wir bisher finden können. Hier ist nichts. Also hier haben wir bisher alles gefunden, wie gesagt. Keine Ahnung. Und ja. Vielleicht hier nochmal. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und nächstes Mal geht's weiter. Bis dann und ciao.